Ja, Mahlzeit, ihr lieben Zuschauer. Ich begrüße euch zurück auf meinem YouTube-Kanal auf Stefans kleine Welt. Heute geht es weiter mit dem Leitplan. Aber nicht auf Segment 1, sondern auf Segment 3. Das heißt, wir überspringen Segment 2, wo die Kurven drin sind, wo die Hauptabstellung drin ist. Heute geht es dann nämlich mit der zweiten Ein- und Ausfahrt vom Schattenbahnhof 1 weiter. Im letzten Teil habe ich ja hier vorne auf Segment 1 Ein- und Ausfahrt gemacht. Wie ihr jetzt auch sehen könnt, liegen die Weichen schon mal, habe ich schon mal hingelegt, ohne aneinander zu stricken, um zu gucken, wie ich da mit den Abfahrten zurechtkomme. Wer den Teil gesehen hat, wenn nicht, den verlinke ich nochmal hier oben oder war schon also verlinkt in der Infobox. Auf jeden Fall habe ich ja hier die 10 Kurvenradien hatte ich ja mit den Edelstahlen ja, glaube ich, einmal versucht und auch mit der Mini-Trix-Flexgleis. Das war nicht so schön. Hier liegt ein Stück Fleischbandgleis, Flexgleis auch. Und damit konntest du natürlich dann schön um die Ecke Probe legen. Das sah sehr gut aus. Ich werde jetzt nochmal eine Linealbreite bzw. 50 mm nach hinten gehen mit der Kurve, dass ich hier im kleinen Radius auch schön geschmeidig rumkomme. Und dann habe ich eine schöne, entspannte Kurvenfahrt zum Schattenbahnhof Ein- und Ausfahrt. Ja, hier ist Ausfahrt, so Rechtsverkehr. Hier ist Einfahrt. Da kann ich auch schön vernünftig rausfahren, ohne sich da, na, aus der Kurve zu schlagen oder so, halt so ruckartig da um die Kurve zu fahren. Ja, hier zwischen mache ich 30 mm. Ein kleiner Nachtrag eben zum Teil 36. Und hier gehe ich dann von 30 auf 33 hoch und Mitte bleibt 36, 36. So handhabe ich das im ganzen unteren Schattenbahnhof. Ich denke mal, Schattenbahnhof 2, der drüber liegt, wird auch so aufgebaut. Hier den hatte ich ja auch nochmal neu ausgedruckt, dementsprechend mit der Mittellinie. Hat mir da vorhin schon hier zugeschnitten, dass ich hier meine 20 mm wieder habe, habe ich mir die 33 mm und die 36 mm eingezeichnet. Hier fehlt jetzt natürlich noch das 10. Gleis. Das heißt, das ganze Element, das rutscht ein Stückchen weiter runter. Ist auch mit der Kehre im Segment 4 kein Problem. Das passt. Nur das Problem war, ich habe das da halt dementsprechend, wie gesagt, 25, 27, 30 mm, 32 mm, immer so komische Gleisabstände, obwohl ich es danach gemessen hatte im System. Nur halt ohne Mittellinie und das war das Problem gewesen. Ich habe jetzt auch schon grob die Segmentübergänge eingezeichnet. Ich glaube nicht, dass ihr das seht. Einer ist hier hinten, einer ist hier vorne. Dass ich ungefähr pauschal weiß, wo der Gleisplan aufliegen muss. Ausgerichtet wird er im Segment. Und dann werde ich das jetzt im Zeitraffer gemeinsam mit euch übertragen. Ja, das ist mein weiter Weg dorthin, weil, wie ihr eventuell sehen könnt, wenn ich jetzt gleich hier auf dem Bild rolle, ist unter Platte so gut wie alles weg. Erstmal aufräumen. Das waren alles leere Kartons und Monitore und Staubsauger und Werkzeug und ach, katastrophal, ehrlich. Jetzt habe ich nur die zwei Rollcontainer, meine Kabel, Karton und das, was nach wie vor unter dem Gleis in der Lage steht, da immer noch. Aber auch da mal jetzt die nächsten Tage ein bisschen Luft. So, egal, jetzt geht's los und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, Mahlzeit, ihr Lieben. Es geht jetzt direkt weiter im Segment 3. Bin jetzt reingeklettert, einen Gleisplan aufgelegt. Der eine oder andere wird auch vielleicht schon gesehen haben, dass der Gleisplan sich verändert hat. Und jetzt habe ich die Weiche jetzt von Segment 4 auf Segment 3 rübergezogen. Habe die unteren 4 Ausfahrtsweichen nochmal verschoben. So passt das jetzt alles wunderbar auf Segment 3. Warum ich die Weiche auf Segment 4 hatte, weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich mir dabei gedacht hatte. Ich glaube, um die Gleislänge im Schattenbahnhof anzupassen. Aber ich finde, dass das so besser ist. Und die Gleise im Schattenbahnhof sind immer noch mehr als ausreichend lang. Genau.
Ihr seht das jetzt nicht, aber ich habe mir schon die Gleisabstände eingezeichnet. Hier ist das letzte Gleis und da ist das erste Gleis. Fährt jetzt noch schön hier so rum. Und so in etwa werden die Gleise hinterher verlegt. Das passt so alles mit dem Unterflurantrieb. 1, 2, 3, 4. Das sind die Weichen, die hier reinkommen. Ja, da sitzt die erste Ausfahrtsweiche, da sitzt die erste Einfahrtsweiche. Ein Stückchen dran gemacht. Hier ist der Unterflurantrieb, hier ist ja noch die Verstärkung von hier oben auch. Das passt gerade so. Vielleicht ziehe ich das auch noch 3-4 mm nach oben. Muss ich schauen hinterher. Das passt schon. Jo. Wie gesagt, geht es jetzt im Zeitraffer weiter. Und mal gucken, wie ich es handhabe. Ich habe das Lineal ein bisschen sauber gemacht, dass ich auch wieder was erkennen kann. Ihr natürlich auch. Ich würde jetzt, denke ich, erstmal die Gleise alle im gewissen Abstand einzeichnen. Ungefähre Kurvenposition. Das ist ja alles eine Höhe. Ja, das passt so, denke ich, recht gut. Naja, lasst euch überraschen. Es geht jetzt im Zeitraffer los. Ich wünsche euch viel Spaß. So in etwa findet die Einfahrt in Schattenbahnhof 1 statt. Na, so sieht das jetzt erstmal aus. So bleibt das auch. Ja, kann sehr gut erkennen. Auf jeden Fall hier die 5 Abfahrtsgleise, ne? Beziehungsweise die 4 Abfahrten und ein gerade Gleis. Da gesehen muss ich mit dem roten Edding nochmal nachzeichnen, da habe ich mich nämlich auf der alten Linie vertan. Gut, dass ihr das noch gesehen habt, sonst hätte ich eine Riesensauerei hier. Ich habe jetzt noch hier einmal nach hinten verschoben. Relativ schmaler Radius, das klappt auch tatsächlich. Aus Erfahrung geht das dann auch so. Na gut, das sieht jetzt noch ein bisschen geknickt aus, aber der Weichenführung hinterher ist das dann auch wieder wunderbar. Ja, ungefähr hier kommen auch die Bohrlöcher rein für die Unterflurantriebe. Da muss ich dann auch nochmal genau gucken, wenn es soweit ist. Und jetzt geht es dann mit der Schattenbahnhofsausfahrt direkt weiter. Na? Jetzt lege ich den dann aber vorher nochmal eben auf, um nochmal zu gucken. Hier hatte ich schon mal eine Bleistiftlinie gezogen. Letztendlich ist genau das gleiche wie jetzt eben. Und ich mache das jetzt nicht im Zeitraffer, habe ich jetzt entschieden. Ich mache das fertig und zeige euch das fertige Ergebnis. Weil ich glaube auch, ihr könnt das gar nicht so gut sehen. Weil ich hier voll im Licht stehe und es ist schon recht dunkel. Ja. Auf jeden Fall, dann werde ich das jetzt wie hier auch handhaben. Ich werde hier wieder Schlitze in den Weichen machen. In Anfang und Enden und Mittelzungen. Also jetzt eben auch. Ja, was auffällt, was nicht klappt, dann lasse ich das natürlich mit. Also teile ich euch das natürlich mit. Und wenn ihr was seht, könnt ihr mich gerne fragen. So, ihr Lieben, ich habe den Gleisplan jetzt übertragen für Ein- und Ausfahrt vom Schattenbahnhof 1 auf Segment 3. Das ist ja Segment 3 nach wie vor. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt auch die Ausfahrt eingezeichnet und ging relativ fix.
Könnt ihr sehen, wie das jetzt zum erstmal aufgezeichnet wurde. Und zwar tue ich jetzt erstmal den Zeitraffer nochmal kurz zusammenfassen. Also euch sagen, was ich da getan habe. Ich habe ja hier dann erstmal die 5 Graden eingezeichnet. Von der anderen Seite kommen. Das waren die 5 Graden eingezeichnet. Die habe ich ja durchgezogen. Dann habe ich mir die Weichen markiert, dementsprechend dann grob angezeichnet. Hatte ich ja Weiche aufgelegt und die Position der Weichen übernommen. Ja, dann habe ich dann nochmal abgeändert. Hier 50 mm bin ich dann nochmal nach hinten gegangen, dass der Kurvenknick ein bisschen mehr Auslauf noch hat. Dass das schön geschmeidig läuft, da habe ich auch noch ein bisschen gerade dran. Und dann komme ich hier mit den gegenüberliegenden Zügen auch alle nicht in der Quere. Hier sind 33 mm Gleisabstand. Hier sind 30 mm Gleisabstand. Hier sind 36, ne, sind ja zwei Fahrstraßen. Habe ich ja gesagt, im ganzen Schattenbahnhof wird das mit 36 mm Abstand stattfinden. Hier habe ich dann wieder 33 überall und bin dann hier wieder auf 30 dementsprechend runtergegangen. Passt auch anscheinend sehr gut. Hier habe ich dann auch die Abstände eingezeichnet gehabt, die gerade durchgezogen, dann die Weichen wieder eingeschnitten im Gleisplan und aufgelegt. Einmal abgedrückt, dass ich dann einen Punkt hatte mit Edding bzw. Filzstift. Hier einfach nachgezogen, Weichen nochmal hinterher aufgelegt, angezeichnet, dass ich sehe, wo sie ungefähr sitzen. Und so habe ich mir die Abgänge dementsprechend gemacht. Und das ist ja sowieso nur ein grober Gleisplan, dass ich weiß, wo ich kleben muss. Na, genau wie das gemacht hinterher, wenn ich die Gleise verlänge. Der Segmentübergang, der wird wieder wie hier vorne auf der Paradestrecke mit Kupferplatinplatte gemacht, also wird aufgeklebt und dann werden da die Schienen aufgelötet. Zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Ja, hier ist ja Zufahrt zum Segment 4. Da muss ich die Trasse noch ein bisschen ändern auf Segment 4. Zumindest die, die in den aus dem Schattenbahnhof rausführt. Da muss ich die Kurve ein bisschen entschärfen, das ist aber auch kein Problem. Weil ich ja jetzt 2 cm nach vorne gekommen bin. Aber es ist überhaupt kein Problem. Und so laufen dann die Züge wenigstens schön geschmeidig. Ich weiß sowieso nicht, warum ich das so rumgemacht habe. Ich hätte das ja auch gespiegelt machen können. Aber ich habe nur Rechtsweichen im Schattenbahnhof. Naja, ist aber egal. Ja, Gleislänge, die hat jetzt, glaube ich, nicht so stark gelitten. Wenn ich das jetzt so sehe, ist das schon noch recht lang. Muss ich mal schauen, weil ich will ja auf 2 Blöcken aufteilen. Zum Großteil. Und da muss ich auch mal schauen, ob ich die unteren beiden, also diese hier, auch mit aufteile. Ja, doch, die haben ziemlich weiten Auslauf. Ja, die sind trotzdem noch relativ gleich. Ich muss erst in der Software noch anpassen, dass ich das im Computer auch noch identisch habe, wie ich es jetzt hier aufgezeichnet habe. Ich werde jetzt. Ich drehe jetzt mal die Kamera erstmal kurz um. So, da bin ich wieder. Ja, wie gesagt, ich muss das in der Software auch noch anpassen, damit das da alles hinterlegt ist, damit ich hinterher beim Eintragen in der Steuerungssoftware keine Fehler hinterher habe, ne, wegen Blöcken und so. Und genau, das wird dann noch dementsprechend angepasst. Wenn ich das gemacht habe, also in der Software angepasst habe, werde ich nochmal gucken, dass ich meinen Gleisplan nochmal vorstelle. Weil das war ja Video Teil 1. Ich hätte auch im Leben nicht dran gedacht, dass ich jetzt schon über 200 Abonnenten habe. Ging ja recht fix. Es ist öfter schon mal gefragt, ob ich nochmal neu vorstellen könnte. Wegen der Videoqualität etc. Und dass man da halt schön was sehen und erkennen kann. Ja, die Nebenbahn wird dann nochmal umgeplant. Und dementsprechend werde ich die Nebenbahn auch nochmal abändern. Und dann ist der alte Gleisplan sowieso hinfällig. Und dann werde ich den nochmal vorstellen. Ich gucke, dass ich das mit OBS Studio mache, dass ich das direkt über einen Monitor mache. Also Bildschirmaufnahme.
Und das muss ich ja erstmal ausprobieren, wie das geht. Das habe ich noch nicht gemacht. Ich habe das Programm schon seit dem ersten Tag auf dem Computer. Ich habe damit noch nie gearbeitet. Und dann werde ich das dementsprechend bearbeiten und verfilmen. Nur wann das veröffentlicht wird, das weiß ich noch nicht. Das kann noch ein bisschen dauern. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich noch Segment 2 den Gleisplan einzeichne und auf Segment 4. Nächste Woche fahre ich nämlich zum Nürburgring übers Wochenende und da werde ich sowieso keine Zeit haben. Aber bis das Video online ist, bin ich auch schon wieder da. Ne? Aber ich muss ja ein bisschen vorarbeiten, damit ich euch auch Content liefern kann. Ne? Das möchte ich und deswegen mache ich das auch so. Ja, genau. Ich habe jetzt für den Schattenbahnhof noch eigentlich alles da an Gleisen, bis auf Flexgleise. Die kann ich aber hier bei uns im Lokschuppen holen, beim Belinski. Habe ich schon nachgefragt, hat genügend da auf jeden Fall. Der Preis passt sowieso. Das heißt Lokschuppen in Dortmund. Und ja. Dann geht es dann schon ans Gleise verlegen. Endlich, ey. Da muss ich beim Andreas noch ein paar Decoder bestellen. Weichendecoder vor allem. Gleisbesetzmelder, weil die habe ich jetzt hier im Gleiswindel eingebaut. Und dann kann ich eigentlich schon iTrain runterladen und die ersten Testfahrten auch machen. Aber ich wollte den Gleiswindel auch schon vor 2 Monaten fertig haben und wenn es Weihnachten läuft, ist okay. So, macht's gut.